so viele Musiker und Produzenten hat es TOBI Neumann irgendwann einmal nach Berlin verschlagen. In den letzten Jahren eher als DJ wahrgenommen, ist er auch ein sehr umtriebiger Produzent und veredelte unter anderem schon Songs von Chicks on Speed, DJ Hell und Miss Kitten mit seinem Sound. Und auch seinen eigenen Tracks wie Drogenkontrolle auf Cocoon hört man seine Produktionsskills deutlich an. Zugute kommt ihm dabei sicherlich seine Ausbildung als Tontechniker. Was man aus seiner Sicht beim Produzieren vermeiden sollte, erzählt er Slices im Tech Talk. Ein ganz entscheidender Fehler ist, aber das ist natürlich eine Erfahrungssache, dass die Leute nicht in der Lage sind, Sounds zu staffeln. Das heißt, angenommen, man hat jetzt ein Stück mit 10 Sounds, mit 10 Elementen, dann befinden die sich alle auf derselben Ebene. Die haben keine Tiefe. Sowas kann man eben erreichen durch geschickte Aufteilung mit Raumanteilen, also mit Hallgeräten, mit denen man eben kleine Räume erzeugt, die man gar nicht richtig hört, die aber sozusagen eine Tiefe erzeugen. Also angenommen, ich habe jetzt eine Clap und eine Snare und die lege ich halt einfach ein bisschen weiter nach hinten in den Raum. Also die Leute nutzen oft nur die Zweidimensionalität und nicht die Tiefe von der Dreidimensionalität. Oder noch schlimmer, manche gibt es, die dann halt nicht mal links-rechts routen, sondern wo alles in der Mitte ist. Das heißt, dann ist es sogar sozusagen nur noch eindimensional, weil dann hat man nicht mal mehr das Stereo-Bild ausgenutzt. Und ich sage jetzt mal, welche, die dann schon besser produzieren können, da hörst du dann, okay, macht alles auf, ist alles so ein bisschen mehr an seinem Platz. Ja. Regeln aufzustellen ist sehr schwer, weil es gibt Leute, die arbeiten schnell, es gibt Leute, die arbeiten nicht schnell. Wenn ich zum Beispiel zu lange an einem Stück arbeite, dann friert das irgendwie alles so ein, dann ist das zum Schluss wie so Beton. Und mir gefällt es selber eigentlich auch nicht mehr. Also ich habe einfach zu viel gemacht und zu lange dran rumgeschraubt. Das kann also auch mal eine Behinderung sein, ne? Aber ich finde, das Hauptproblem ist, dass viele Leute einfach überhaupt keine Ahnung von Musik haben. Ja. Die wissen ja nicht mal irgendwie oft, also wenn zum Beispiel Leute, die nur im Ableton Live Samples zusammenbauen, die schicken mir dann Musik und dann merkst du, dass das nicht mal in der Grundtonart überhaupt irgendwie aufeinander gestimmt ist oder so. Und dann merkst du, dass da fehlen halt sozusagen die absoluten Grundlagen davon, überhaupt Harmonie zu beurteilen oder Töne aufeinander zu matchen oder so, zu stimmen. Ja. Und da setzt es dann für mich schon aus. Dann merke ich, okay, du hast Ableton, du schiebst da ein paar Clips drauf und schaust mal, wie das klingt, wenn das irgendwie zusammenkommt. Und zack, wird es released. Ja. Das ist aber keine Musik, die man sich in 10 Jahren noch anhören wird. Garantiert nicht. Ein ganz entscheidender Faktor für den TOBI Neumann Sound ist, glaube ich, dieses Mischpult. Weil dieses Mischpult hat halt einen Sound und das benutze ich seit 1993, also seit 17 Jahren jetzt. Ja. Und dann habe ich natürlich so eine gewisse Herangehensweise, Sachen abzumischen. Also ich benutze zum Beispiel einen AUX-Weg, also da kann ich jeden Kanal senden, benutze ich ein ganz billiges kleines Hallgerät, was ich total überfahre, also völlig überfahre vom Pegel her. Und regeln dann aber an dem Hallgerät den Effektanteil von einem kleinen Raum sehr, sehr stark zurück. Das ist im Grunde nichts anderes als eine ganz billige, krasse Kompression. Und das hänge ich dann auch nochmal auf so einen Urei-Kanal, also auf einen 1176, was ein sehr guter Kompressor ist. Und das läuft dann Mitte Mono mit. Also angenommen, man hat jetzt zum Beispiel 10 verschiedene Percussion-Sounds und irgendwie hat man das alles noch nicht so zusammen und dann regelt man unterschiedlich große Anteile von denen auf diesen AUX-Kanal. Und das geht alles durch dieselbe kleine Tröte und wird als Mittensignal nochmal dazu gemischt. Und das hat bei mir den Effekt, dass die Sachen unheimlich zusammenkommen. Also dass man dann die Sounds also wirklich ein bisschen besser platziert hat als davor, komischerweise. Ja. Und ich habe aber jetzt eigentlich über die Jahre immer mal wieder, wenn ich was über andere Produzenten gelesen habe, das machen eigentlich relativ viele so, also so Toningenieure in großen Mischpulten, die, also zum Beispiel die ganze Generation von SSL-Leuten, also diese riesen 1-Million-Euro-Pulte, auf denen bis heute immer noch irgendwie die großen amerikanischen Produktionen gemacht werden, die haben diesen kleinen Kompressor, der eigentlich nur für das Talkback-Mikrofon war, den haben die einmal genau für das benutzt. Also du
du knallst verschiedene Sachen da ein bisschen mit drauf und regelst es nur leicht im Anteil dazu. Und das ist also vielleicht mal, um mal ein Geheimnis zu verraten, was ich so mache. Und sonst, ich weiß nicht, also ich befasse mich immer sehr, sehr lange mit dem Klang von dem Ganzen. Und ich habe drei verschiedene Lautsprecherpärchen hier und höre mir dann halt irgendwie das auch immer wieder an. Und was ich auch mache, eine Platte, von der ich weiß, dass sie im Club richtig kickt, dann die lege ich mir hier mal auf und schalte zwischen dem Ausgang meines Mischpults und der Schallplatte wirklich genauso hin und her, dass der Pegel, also ich schaue auch, dass der Pegel genau gleich ist, weil wenn die natürlich jetzt leiser oder lauter ist, dann hat man einen anderen Eindruck. Aber so, wenn der Pegel ziemlich genau gleich ist, dann weiß ich, wo ich liege, ob ich vielleicht in den Frequenzen noch einen Fehler gemacht habe oder so. Also für mich ist der Vergleich von gutem Material, von dem ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr gut klingt, als Kontrolle immer wieder ganz hilfreich, muss ich sagen. Lautsprechern. Wenn man sich eine 30.000 oder 40.000 Euro Abhöre in seinen Raum stellt, die einen komplett wegbläst, schon beim kleinsten Sound, glaube ich nicht, dass das der Abmischung sehr zuträglich ist. Ein Studiomonitor meiner Meinung nach muss ein relativ unverfälschtes Bild wiedergeben, wie es auch auf anderen Lautsprechern klingen könnte. Und wenn du jetzt sozusagen einen wahnsinnigen Sound in deinem Studio hast und dann produzierst du was auf deiner Anlage extrem gut klingt, vergleichst es aber nicht bis auf kleine Lautsprecher, dann kannst du echt böse Überraschungen erleben, wenn du es dann woanders hörst. Ich habe mir ein paar NS10 von Yamaha gekauft, weil die auf der ganzen Welt nach wie vor Toningenieure mischen auf diesen Lautsprechern, weil dann weißt du, dass es halt woanders auch gut klingt. Die haben komischerweise irgendwie dieses Talent, Sachen so wiederzugeben, dass du, wenn du da die Bässe hörst, hörst du sie woanders auch. Wenn du da die Höhen hörst und da die Mitten und da die Stimmen unterscheiden kannst von anderen Sachen, dann hörst du es woanders auch. Und sonst brauche ich halt einen guten Studiomonitor, der bei Bässen nicht in die Knie geht, also der halt genügend Wumms hat, weil man will ja hin und wieder auch mal hören, so laut wie in der Disco. Also jetzt gerade für uns, wie wir elektronische Musik produzieren. Und dann habe ich noch ein paar Meyer Sound. Das sind einfach Boxen, die ich mir gekauft habe, weil ich sie so liebe, weil die wirklich ganz toll klingen. Sehr, sehr teuer und sehr edel. Ja. Aber auch sehr, sehr neutral von der Wiedergabe, würde ich mal sagen. Raumakustik ist, glaube ich, wichtiger als alles andere. Also wenn du in einen leeren, halligen Raum gehst, da kannst du aufstellen, was du willst an Lautsprecher. Ob der jetzt 500 Euro oder 50.000 Euro kostet, spielt überhaupt keine Rolle, weil du hörst es nicht. Also die Raumakustik ist ganz essentiell. Eigentlich ist, wenn man ein Studio baut oder wenn man sich einen Raum einrichtet, glaube ich, ist das allererste, dass man akustisch dran sitzt. Also lieber mit kleiner Technik arbeiten und mit einer guten Akustik als umgekehrt. Das ist ganz wichtig, weil wenn du zu viele Reflexionen hast und wenn du am Ende noch so einen Shatter hast oder so, da kannst du nichts hören. Produzieren benutze ich immer noch sehr gerne den EMU-Sampler, weil ich den Eindruck habe, dass der Hardware-Sampler, den man übrigens heute in eBay für 150 Euro kaufen kann, auf den Mischpult gelegt wesentlich verwertbareren Sound bringt als ein Software-Sampler. Also das mache ich sehr gerne. Ich fütter immer noch ganz umständlich den Sampler mit meinen Sounds und habe dann so eine Soundbank.
Da benutze ich sehr gerne meine Rhythmusmaschinen, weil die einfach toll zu programmieren sind, eine 909, eine 808 und vor allem jetzt auch in letzter Zeit sehr gerne die Machine Drum. Und ich benutze sehr gerne meine Synthesizer. Also ich habe einen Jupiter 8 und einen unfassbaren Prophet 5, den man heutzutage leider nicht mehr so oft kriegt, aber der der Gott, das ist nur ein Ausgang, ein Mono-Ausgang, der hat keinen Effekt und nix, aber das Ding, das klingt so ultra fett. Also da hat man eigentlich immer schnell ein Ergebnis. Und dann mag ich sehr gerne auch meinen Dave Smith Synthesizer, den Prophet 8. Das, der Dave Smith, der hat ja die Firma Sequential Circles früher gehabt, die ja auch von denen der Prophet 5 entstammt. Und der hat einen auf wesentlich billigere Art und Weise, aber doch einen sehr gut klingenden Synthesizer gebaut, den Prophet 8. Den kann ich nur empfehlen, wenn jemand einen polyphonen, analogen Synthesizer haben will. Und zum Groove machen ist schon das Stylus Remix Plugin, finde ich, fantastisch. Allerdings ist natürlich, sagen wir mal, die normalen Soundbänke, die jetzt mitkommen, wenn man das kauft, die sind eigentlich durch, weil die hat wirklich schon jeder benutzt. Aber da kann man sich ja auch selber Soundbänke reinprogrammieren. Da habe ich mich mal auch wirklich ein halbes Jahr hingesetzt und mir meine eigenen Soundbänke gemacht. Und das ist schon ein sehr intuitives Plugin, mit dem man sehr schnell ein gutes Ergebnis erzielen kann. Und das Ganze wird dann abgemischt. Und wenn ich abmische, da arbeite ich eigentlich sehr klassisch. Ich habe am Mischpult viele Ausgänge. Also ich habe die von meinem Harddisk-Recording, also von meinem Computerprogramm, da gehen dann bis zu 24 Ausgänge aufs Mischpult. Und die werden dann bearbeitet mit Filtern, mit Kompressoren. Und dann habe ich immer auf den AUX-Wegen, habe ich also eigentlich klassisch immer einen kleinen Raum von einem Lexikon-Hallgerät, was auch für mich nach wie vor durch nichts zu ersetzen ist. Ein Hardware-Lexikon-Hallgerät empfehle ich jedem, das zu kaufen. Und dann nehme ich einen großen Hall, einen Raum und ein Delay. Das sind eigentlich so die drei Sachen, die ich immer auf drei AUX-Wegen habe. Und damit kann man schon unheimlich viel machen. Und also wie gesagt, die Bearbeitung mit Kompressoren, da könnte ich jetzt natürlich extrem ins Detail gehen, aber das ist auch so ein bisschen so eine Wissenschaft für sich. Da probiert man halt auch immer wieder aus und so. Aber das macht sich dann zum Schluss schon bemerkbar, wenn du halt alles nochmal schön analog abmischst. Ja. Man hört schon das Geld. Jetzt nicht in allen, nicht in allen Bereichen, aber es gibt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Firma Döpfer, die Module aufbaut. Manche sind hervorragend, manche klingen so ein bisschen rauschig und verzerrt. Dann gibt es die Firma Swayman, die das Ganze für den dreifachen Preis macht, aber die einfach so fantastische Qualität hat, dass es so präzise ist und so ultra fett klingt. Das hört man zum Beispiel den Preisunterschied. Bei Kompression ist es ganz extrem halt, was es für ein Kompressor ist. Ist es ein Röhrenkompressor, ist es ein Optokompressor, ist es ein VCA-Kompressor? Und da, sagen wir mal schon, hört man schon auch, was für Bauteile drin sind. Ja. Aber es ist jetzt nicht automatisch so, dass immer unbedingt das teure Gerät das bessere ist. Man muss halt wissen, welche Geräte man nimmt. Also zum Beispiel die Firma Drama macht hervorragende Geräte und die kosten nicht sehr viel. Oder SPL. Ja, das ist eine deutsche Firma, die haben echt wirklich sehr gute Geräte und die auch viel benutzt werden. Ja. Bei Hall mache ich keine Experimente, da gilt für mich Lexikon und Eventide. Never change a running system or a winning team.